möchte mal der Frauenföderation für Weltfrieden Oberösterreich einmal ganz herzlich gratulieren. Ich habe euch durch meine Freundin mit der Miriam kennengelernt. Mit der Miriam bin ich seit ca. 20 Jahren befreundet und kurz darauf bin ich das erste Mal in eurem Kreis drin. Habe mich im Kreis dieser Idealisten, Visionärinnen sehr schnell wohlgefühlt und auch ganz herzlich aufgenommen gefühlt. Und ich komme immer wieder gern her und mittlerweile, ja, sind es mir eigentlich auch schon viele von euch zumindest Schwestern geworden. Ich fühle mich unheimlich wohl bei euch. Und ja, danke, dass uns die Möglichkeit bietet, ein bisschen was von unserem Projekt zu erzählen. Es ist ja nicht mein Projekt, sondern das ist mit der Miriam, das ist unser beider Herzensprojekt. Eigentlich muss die Miriam ja da stehen. Ja. Ja, so wie ihr Visionen gehabt habt, ganz am Beginn eures Vereins und eurer Bewegung. Und wir haben auch, unsere Freundschaft hat uns sehr inspiriert. Und wir haben auch so unsere Träume gehabt und wir haben die immer mehr weitergeträumt, ausgebaut. Und es waren zuerst so Fantasterei, Träume. Und plötzlich haben wir erfahren, dass Träume, an denen man mit sehr großer wo das Herz dran hängt, dass die wirklich das Potenzial haben, sich zu erfüllen. Und im Jahr 2011 war es dann soweit, wir haben ganz überraschend ein ganzes Haus zur Verfügung gestellt bekommen, mietfrei. Und dort drinnen können wir bis heute unsere Träume erleben, ja, und uns dort beweisen auch. Weil es war eine riesen Herausforderung. Das ist ein altes Haus aus den 30er Jahren. Wir haben es das erste Mal so weit renoviert, mit Hilfe unserer Ehemänner, unserer beiden Goldschätze, weil ohne die hätten wir es nicht geschafft. Es war ganz viel Handwerkliches zu leisten. Und es ist dann einfach losgestattet. Es hat keine Eröffnungsfeier gegeben, weil wir wollten in die Vorleistung gehen. Es gibt in der heutigen Zeit, weil da ist riesen, oft und pompös eröffnet und dann stirbt es manchmal still und leise. Und wir wollten zuerst einmal was schaffen und dann schauen wir, was daraus wird und dann lassen wir uns gern bewundern. Ja, jetzt sind wir mittlerweile in das siebte Jahr gestartet, im September. Haben wir den siebten Geburtstag gefeiert. Und es ist immer noch unser Herzensprojekt. Wir haben es bis auf weiteres können wir das Haus immer noch nutzen. Und wir möchten euch vielleicht, ich schreibe jetzt ja einen Jahresrückblick, der wird in Heibach dann in alle Haushalte zugestellt, indem wir in diese Ortszeitungen von den Parteien immer drinnen sind, abwechselnd, einmal dort, einmal da. So einen kurzen Auszug aus unserem Jahresrückblick 2017 kurz erzählen, das seht ihr, was bei uns in einem Jahr so abläuft. Weil das Haus so schwer zu heizen ist, wir haben ja nur Öfen und keine Zentralheizung, müssen wir von Weihnachten bis Anfang März Winterpause machen. Aber die Zeit halten wir einfach gar nicht mehr aus, ohne dass wir uns treffen oder irgendwas passiert. Weil wir ja viele Kontakte haben, sind wir einfach auf Tournee gegangen und haben uns einfach bei jemand anderem getroffen. Eine liebe Freundin aus Kupping hat uns eingeladen, uns in ihrem Haus zu treffen. Und so haben wir eigentlich schon, haben wir schon im Jänner in das neue Jahr gestartet. Wir haben einfach woanders uns getroffen. Dann ist es weitergegangen, ich habe eine Frau kennengelernt, die Kosmetikerin ist und so weiter. Daraus ist ein Schminkworkshop entstanden. Ich habe sie einfach gefragt, ob sie auch einmal zu uns kommen würde, um vielleicht Leute am Land, ältere Damen zu schminken oder zu beraten, die mit dem nur wenig Erfahrung haben. Die Frau war sofort einverstanden, hat ihre ganzen Sachen mitgebracht, eine riesen Palette war das, an Schminkutensilien. Hat dann dort, es war ein riesen Zulauf, also der ganze große Stube war voll, wird jede einzelne Dame geschminkt, beraten, was ihr gut steht, auf was sie achten sollte. Wer Lust gehabt hat, hat diese Kosmetika auch bei ihr kaufen können, aber es war ganz unverbindlich. Das war. Mit dem sind wir in den Frühling gestartet, dann haben wir, kommt eine Schreibwerkstatt, das ist ein extra Thema bei uns.
der hat das Thema gehabt, genüsslich schreiben. Und das war dann auch unser Hauptthema im Frühjahr, das haben wir uns zum Thema genommen. Wir haben eine Freundin eingeladen und die hat uns die Theorie vermittelt, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Wir haben uns darüber ausgetauscht, was braucht man zum Genießen. Dann haben wir in der letzten Zeit in Heilbach Kids zwei Flüchtlingsfamilien, eine aus dem Irak und eine aus Syrien. Und die Frau aus dem Irak, die ist uns zu einer ganz lieben Freundin geworden, das ist die Doha Al-Rashid. Sie ist 25 Jahre alt und hat drei kleine Kinder. Und sie ist ehrlich jeden Freitagnachmittag, wenn wir das Haus offen haben, bei uns. Und aus Besuchen wird ja bei uns immer mehr. Und so haben wir uns einfach über alles Mögliche immer unterhalten. Und dann hat sie uns erzählt, wie die arabischen Frauen diese Enthaarung machen. Hat uns diese Methoden gezeigt. Dann haben wir gesagt, das könnte vielleicht mehrere Frauen interessieren. Haben das dann ausgeschrieben. Und sind ganz viele Frauen gekommen. Und die Doha hat uns gezeigt, wie man mit der Zuckerpaste oder mit dem gedrehten Zwirn diese Enthaarung macht. Das war ein Genuss und es war eine weitere Veranstaltung zum Thema Genuss. Viele Frauen sind dann mit einer wunderbar weichen Haut nach Hause gegangen. Ein Genuss vielleicht auch für den Mann. Dann im Mai haben wir gehabt einen Schnupperkurs zeichnen mit einem Bekannten, der arbeitet auch in der Behindertenbetreuung, so wie ich. Und das war wieder ein Inklusionsprojekt, das mir auch sehr am Herzen liegt. Wir arbeiten dort auch mit Leuten zusammen mit irgendwelchen Behinderungen. Und ja, wir haben da nebeneinander gearbeitet. Und der Karl Rabela, der das gemacht hat, der hat uns angeleitet, gut zu sehen. Das ist die Basis, um zu zeichnen. Und er hat uns dann auch viel Technik gelehrt, damit wir das auch umsetzen können. Und wie so oft, wenn wir irgendwas probieren bei uns im Haus, entdecken wir bei vielen Menschen ganz außerordentliche Talente. Und da haben wir auch entdeckt, dass manche von uns toll zeichnen können. Die haben es selber nicht gewusst und die haben alle gestaunt, was da rausgekommen ist. Nur noch ein Schnupperkurs zeichnen. Dann, am 25. Mai hatten wir die Ehre, Mitglieder der Frauenföderation für Weltfrieden aus dem Burgenland und der Steiermark zu begrüßen. Das hat aber alleine die Miriam gemacht, weil ich war zu der Zeit auf Kur. Aber sie ist unterstützt worden von ihrem Mann, dem Hans. Und die haben die bei uns im Haus begrüßt, haben denen dann Heilbach gezeigt und haben es dann noch einen kleinen Ausflug gemacht und haben es dann zu einer Jause aufgebrochen über die Donau. Also alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die man in Heilbach so hat. Ja, so hat man lauter, dass ich nicht dabei war. Aber wir haben wieder die Möglichkeit gehabt, das Haus zu präsentieren und Leute einzuladen. Dann am 17. Juni, einfach an einem Freitagnachmittag, wo einfach jeder vorbeischauen kann, ist die Anne gekommen mit einer Frau. Und die hat uns dann erzählt, dass sie selbst als Kind, sie war ein Flüchtlingskind. Ihre Familie ist im Zweiten Weltkrieg aus Konstanza am Schwarzen Meer vertrieben worden. Ihre Familie war 2 Jahre auf der Flucht. Sie hat dann derzeit 2 Familienmitglieder verloren und hat sich ein bisschen kritisch geäußert, dass den Flüchtlingen